Sonnenuntergang über dem Kaperhaus. Vielleicht ein Anblick, den die Leipziger bald nicht mehr lange haben werden. Das Haus mit der Adresse Jahnallee 61, das die Kulisse für ein welthistorisch bedeutendes Foto bot, steht vor einer ungewissen Zukunft. Rückblick. Ende Januar mussten am Haus Notsicherungen eingebaut werden. Ein Feuer, schlechte Witterung und Niederschläge, die durch das undichte Dach eindringen konnten, hatten dem Gebäude so zugesetzt, dass der Einsturz drohte. Ein Haus von vielen in Leipzig, doch dieses ist etwas Besonderes. Hinter diesem Fenster, als hier noch ein Balkon angebracht war, starb vor 67 Jahren ein junger US-Soldat, getroffen von einer deutschen Kugel direkt zwischen die Augen. Der berühmteste Kriegsfotograf des 20. Jahrhunderts, Robert Capa, hielt diese Szene am Tag des amerikanischen Einmarsches in Leipzig fest und schuf so ein eindringliches Zeitdokument dieser letzten Kriegstage. Viele Engagierte aus allen möglichen Richtungen fanden sich, um für das Haus und die Erinnerung an diese Tage zu kämpfen. Darunter auch der 90-jährige Franz Kaspari. Am Tag, als das Foto gemacht wurde, war er Soldat in Leipzig. Ich lag damals im Lazarett, Elisabeth-Krankenhaus. Und bin am anderen Tage in die Stadt rein, wollte sehen, wie weit die Amerikaner gekommen sind. Hätte jeden von uns treffen können. Eigentlich war es leichtsinnig, dass ich überhaupt in die Stadt bin, um die Amerikaner kommen zu sehen. Ich hätte genauso gut erschossen werden können, denn ich trug ja Uniform. Die Abrissgenehmigung für das Haus war schon erteilt worden. Das Haus sollte zwangsversteigert werden. Dies geschah wenige Tage später. Für 125.000 Euro übernahm eine nicht näher bekannte Frau das Gebäude. Ein eher symbolischer Preis, da die Sanierungskosten auf 4 Millionen geschätzt wurden. Diejenigen, die das Haus retten wollen, waren damals noch vorsichtig optimistisch. Also es ist ein bedeutsamer historischer Ort und wir möchten natürlich, dass angemessen an die Ereignisse vom 18. April 1945 erinnert wird. Aber natürlich ist es jetzt schon zu früh und wäre auch ein bisschen vermessen, der Investorin Ratschläge zu erteilen. Also da sollten wir erstmal versuchen, vorsichtig aufeinander zuzugehen und zu gucken, ob es da eine gemeinsame Lösung gibt. Im April trat dann die Erinnerung an diesen Tag und dieses Ereignis noch einmal ins Rampenlicht. Lehman Riggs wurde von der Stadt Leipzig empfangen. Der Tote auf Capas Foto war sein Freund und Kamerad. Mit 92 Jahren kehrte der US-Veteran nun nach Leipzig zurück. Dabei kam es auch zur Begegnung mit Kaspari. Einst mussten sie Feinde sein, heute halten sie gemeinsam die Erinnerung an den Krieg in Freundschaft wach. Ein halbes Jahr später verdecken dichte Bäume viele kaputte Stellen am Kaperhaus. Doch auch sie können nicht über den Zustand hinwegtäuschen. Im Verborgenen halten sich auch eher die Pläne der neuen Eigentümerin. Wir hatten die Hoffnung, dass die Stadt so handelt, dass man auch ein bisschen was mitbekommt. Und im Moment habe ich, wie gesagt, schon Hoffnung, dass das Haus erhalten bleibt. Aber die Zeit läuft ein bisschen davon. Also zumindest ist es jetzt, wäre es jetzt höchste Zeit, dass mehr als diese vorgenommenen Sicherungsarbeiten folgen. Das Haus verfällt zusehends, womöglich ist ja noch Vandalismus mit im Spiel. Wenn man hier ab und zu mal vorbeifährt, denkt man jedes Mal, dass eigentlich irgendwas noch an Schäden hinzugekommen ist. Vom anfänglichen Enthusiasmus der Retter ist deshalb so nicht viel geblieben. Vielleicht ist das Kaperhaus selber nicht mehr zu bewahren. Den Engagierten geht es aber vor allem darum, die Erinnerung an die Ereignisse vom 18. April in Leipzig allgemein und insbesondere an dieser Stelle zu bewahren. Auf alle Fälle hat man von den Mitstreitern so viel Material zusammengetragen, dass man dies in irgendeiner Form auch veröffentlichen will. Hier starb ein junger Mann einen sinnlosen Tod. Das Foto davon zeigt aber mehr. Die ganze Sinnlosigkeit des Krieges. Dass dies nicht im Dunkeln verschwindet, sollte im Interesse aller Beteiligten liegen.